Ich wünsche, es wäre schon alles vorbei. Mir geht das so an die Nieren. Ich wollte das alles gar nicht, dass es so weit kommen musste. Das glaube ich dir doch, mein Schatz. Aber die Polizei wollte die Ermittlungen einfach nicht einstellen. Und dann erhebt der Staatsanwalt noch Anklage. Und das gegen meinen ausdrücklichen Willen. Hätte ich doch im Krankenhaus bloß nicht gesagt, dass ich vermute, dass Florian unsere Hochzeit verhindern wollte. Ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ach, mach dir doch da keine Sorgen. Schlechtes Gewissen musst du auch nicht haben. Florian muss wirklich einmal in seine Schranken gewiesen werden. Es geht einfach nicht, dass die sich so respektlos meiner zukünftigen Ehefrau gegenüber verhalten. Hm? Ich liebe dich so sehr, mein Schatz. Euch dich doch auch. Oh Mann, wie die Papa um den Finger wickelt. Ätzend. Nicht mehr lang. Oh, cool, du hast der Blinzi echt den Schlüssel abgenommen. Sie hat vorhin ihre Tasche stehen lassen. Und dann war er drin. Cool, endlich. Und ich dachte schon, wir kommen nie an das Ding dran. Okay, dann gehe ich schnell noch mal zurück und durchsuche ihr Zimmer. Vielleicht kann ich hier irgendwas finden, was wir gegen sie verwenden können. Schaffst du dir das auch ohne mich? Mhm. Du, ich muss noch mal schnell weg, okay? Ja, aber sei bitte pünktlich wieder da. Ja. Schaffst du das? Leon, mein Schatz, was habt ihr denn da gerade getuschelt? Ihr hängt doch nicht schon wieder einen Streich aus. Ich bin nicht dein Schatz. Ich verstehe nicht, warum deine Kinder mal so fies zu mir sind. Dabei gebe ich mir die allergrößte Mühe mit ihnen. Das weiß ich doch, mein Schatz. Aber keine Sorge. Nach der Heirat wird bestimmt alles ganz anders. Ich denke, das ist für Leon heute eine ganz gute Lektion. Vor allem, wenn Florian verurteilt wird. Ja, hoffentlich. Leon, möchtest du vielleicht zu uns kommen? Wie du meinst. Du, ich geh noch kurz zur Toilette. Das schaffe ich ja noch. Okay. Bis dann. Hör mal zu, du kleiner Hosenscheißer. Wenn du mir noch einmal so eine patzige Antwort gibst wie vorhin, dann werde ich dafür sorgen, dass du schon morgen aufs Internat kommst. Und das so weit weg wie möglich. Haben wir uns doch verstanden? Du kannst mir keine Angst machen. Du wirst schon sehen, dass du bald nicht mehr so mit mir reden kannst. Ach ja? Da bin ich ja mal gespannt. Florian Mayer, geboren 6. Mai 1990 in München, wohnhaft in Ottobrunn, ledig Schüler in der 12. Jahrgangsstufe Gymnasium. Am 7. Juli 2007 gegen 9 Uhr befand sich der Angeklagte zusammen mit Marta Sekula, der Braut seines Vaters, in der Küche des gemeinsamen Hauses in Ottobrunn. Um die für diesen Tag geplante Hochzeit zu verhindern, servierte er Marta Sekula ein Glas Orangensaft, in welchem er zuvor ca. 5 Milligramm des Wirkstoffs Lorazepam aufgelöst hatte. Nachdem Marta Sekula ihren Saft arglos getrunken hatte, ging sie ins Bad und duschte. Da die Wirkung des Schlafmittels kurz darauf einsetzte, wurde ihr so schwindelig, dass sie aus der Dusche fiel und sich neben Prellungen des Steißbeins und rechten Gesäßknochens eine Fraktur des Kahnbeins der rechten Hand zuzog, die operativ behandelt werden musste. Die Hochzeit musste daher verschoben werden. Der Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223.1. Florian, die Anklage haben Sie gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Es steht Ihnen frei. Ach, Martha will es doch mir alles in die Schuhe schieben, weil sie mich loswerden will. Die will uns doch alle aus dem Haus haben. Wieso sollte die Frau Sekula das wollen? Ja, weil sie mit meinem Vater alleine sein möchte. Und wir sind ihr nur im Weg und das lässt sie uns auch jeden Tag spüren. Das müssen Sie mir, glaube ich, schon ein bisschen genauer erklären. Wieso sind Sie ihr im Weg? Weil wir auf der Spur sind. Wir wissen, dass sie sich mit anderen Männern trifft. Das haben wir rausgefunden. Und mein Vater hat uns bisher nicht geglaubt, aber wenn wir genug Beweise gesammelt haben, dann wird er uns glauben. Und davor hat sie Angst. Sprechen von Beweise sammeln? Heißt es, Sie spionieren der Frau Sekula hinterher? Nein, nein, keine Sorge. Die verrät sich schon noch selber. Also ich bin überzeugt davon, dass Frau Sekula diese Geschichte Florian unterschiebt, um ihn gegenüber seinem Vater in ein schlechtes Licht zu rücken und ihn unglaubwürdig zu machen. Florian, das ist doch nur wieder eine dieser vielen erfundenen Geschichten, weil sie Frau Sekula nicht ausstehen können. Ne? Ihnen passt doch nicht, dass Frau Sekula ihn und ihren Geschwistern nicht alles durchgehen lässt. Das war ja auch der Grund, warum sie mit aller Gewalt verhindern wollten, dass diese Frau ihren Vater heiratet. Nein, so war es nicht. Herr Staatsanwalt, mein Mandant ist fast erwachsen. Der wird bald sein eigenes Leben haben. Warum also sollte er diese kriminelle Energie aufwenden, um die Heirat seines Vaters zu verhindern? Ja, ich wohne eh schon bei meinem Kumpel, weil ich auf das ganze Theater keinen Bock mehr habe. Ich will mich da raushalten. Und der Stress mit Martha, das geht mir auch auf die Nerven. Ja, wie standen Sie denn damals? Ich meine, die Hochzeit sollte ja am 7. Juli stattfinden. Wie standen Sie da zu dieser geplanten Hochzeit? Klar, begeistert war ich nicht, das gebe ich schon zu. Ich meine, ich hätte es viel cooler gefunden, wenn mein Vater Jenny geheiratet hätte, unsere Haushälterin. Die ist super nett und erinnert mich irgendwie auch an meine tote Mutter. Und ist auch nicht so eine Tussi wie Martha. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass die meine Stiefmutter werden soll, echt krass. Aber ja, mein Vater muss wissen, was er tut. Ich kann es eh nicht mehr verhindern. Das klingt jetzt alles so gelassen, aber so gelassen haben Sie es wohl damals, also am Abend vor der Tat, nicht gesehen, so nüchtern, oder? Da haben Sie doch einen Streit mit Ihrem Vater wegen der bevorstehenden Hochzeit gehabt, stimmt's?
Streit kann man das nicht nennen. Ich meine, wir haben uns ausgesprochen und danach war alles raus, es war alles gesagt und es war auch okay für mich, ehrlich. Stimmt es denn, dass Sie dann am nächsten Morgen, also am Morgen der geplanten Hochzeit, 7. Juli, der Frau Sekulla einen frisch gepressten Orangensaft serviert haben? Ja, das stimmt. Haben Sie es schon öfter gemacht? Nein. Wieso dann gerade an dem Morgen? Ja, ich wollte nett zu ihr sein. Das sollte so eine Art Friedensangebot sein. Ich meine, es war schließlich ihr Hochzeitstag und ja, das sollte ein Zeichen sein, dass es für mich okay ist. Sie haben mir den Orangensaft gegeben, um ihr heimlich ein Schlafmittel verabreichen zu können, um sie außer Gefecht zu setzen. Und das ist Ihnen ja auch gelungen, Florian. Sie hat dann geduscht und ist bitterbös gestürzt, hat sich das Handgelenk gebrochen und dann ist sie letztlich zum Krankenhaus und nicht zum Standesamt, wie es eigentlich geplant war. Nein, ich war das nicht. Ich habe ihr nichts verabreicht. Ich meine, die nimmt das Zeug doch ständig selber. Die hat ja doch auch zu Hause die Tabletten. Aber wieso soll sie denn Schlaftabletten selbst nehmen, wenn sie an dem Tag heiraten wollte? Nicht absichtlich. Sie wird sie halt verwechselt haben mit ihren Vitamintabletten. Genau, Frau Sekulla nimmt nämlich regelmäßig Vitamintabletten. Und an dem Morgen hat sie die einfach mit den Schlaftabletten verwechselt. Etwas weit hergeholt, oder, Herr Vorländer? Wieso denn das? Die Frau Sekulla hatte ja schließlich an diesem Morgen, stand ihr der Hochzeitstag bevor. Da war sie total nervös, das kann man doch nachvollziehen. Da passiert schnell mal sowas. Eben, die ist ständig total zerstreut und verwechselt irgendwelche Sachen. Ich meine, einmal hat sie sogar ihre Kontaktlinsen in Seifenlauge anstatt in Kontaktlinsenflüssigkeit gereinigt. Und danach hat sie total verheulte Augen gehabt. Die waren feuerrot. Ja, und diesmal war es eben genauso. Nur diesmal mit Schlaftabletten. Ja, und jetzt behauptet sie natürlich, dass mein Mandant das gewesen sei. Und aus den bekannten Gründen stellt sie ihre Kinder als unglaubwürdig hin. Also die Frau Sekulla soll auch mal ihre Kontaktlinsenflüssigkeit mit Seifenlauge verwechselt haben. Ja, nicht schlecht, oder? Kann es nicht vielleicht eher sein, dass es eine ihrer Streiche war? Nein, das weiß ich wirklich nicht. Natürlich waren Sie das, Florian. Also ganz blöd bin ich ja auch nicht. Ich habe es nur nicht angeklagt, weil den klaren Nachweis konnte ich natürlich jetzt nach dieser Zeit nicht mehr liefern. Das war einer der vielen Streiche, die Sie und Ihre Geschwister da anstrengen, um letztlich diese Frau aus dem Haus ekeln zu können. Das waren alles nur total harmlose Streiche, ehrlich. Also ich meine, ich wollte ja nie was Böses und außerdem, das sollte halt so ein kleiner, das sollte halt irgendwie so sein, ich meine, eine Frau, die bei uns im Haus lebt, muss schon was aushalten können, ja. Und das waren alles total harmlose Sachen und wie gesagt, nichts Böses. Und wenn sie das behauptet, dann auch nur, um uns wieder schlecht hinzustellen vor unserem Vater. Es waren eben keine harmlosen Streiche. Sie sollten ja auch gar nicht harmlos sein. Denn nur mit nicht harmlosen Streichen konnten sie ihrem Ziel ja näher rücken, nämlich diese Frau dazu zu bringen, dass ihr alles zu bunt wird und sie irgendwann die Segel streicht. Ja, natürlich. Wenn sie nichts aushält, klar. Aber wie gesagt, das waren nur ein paar Streiche, um die Zukünftige meines Vaters zu testen. Das ist überhaupt nicht der Rede wert. Was ganz anderes. Die Frau Sekulla, die soll auch vorgeschlagen haben, dass ihr kleiner Bruder, der Leon, ins Internat kommt. Ist das richtig? Ja, aber das ist noch lange nicht fix. Und außerdem ist es auch noch kein Grund, ihr gleich irgendwelche Tabletten zu verabreichen oder sie aus dem Haus zu ekeln, wenn Sie das meinen. Noch Fragen? Keine. Dann nehmen Sie bitte bei Ihrem Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Martha Sekulla, bitteschön. Frau Sekulla, guten Tag. Nehmen Sie mal Ihren Platz. Hallo. Zunächst die Belehrung. Sie wissen, dass Sie als Zeugin natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Martha Sekulla, Sie sind 30 Jahre alt, Sie wohnen in Ottobrunn, Sie sind ledig, Kosmetikerin von Beruf. Sind Sie denn inzwischen? Nee, ledig. Sie sind noch nicht verheiratet, also noch nicht verschwägert mit ihm. Nein, leider noch nicht. Aber nächste Woche ist es endlich soweit. Da werde ich seinen Vater heiraten und dann werde ich seine Stiefmutter sein. Und glauben Sie mir, genau deshalb ist es mir besonders schwer gefallen, Florian anzuschwärzen. Das wollte ich alles gar nicht. Du hast es aber trotzdem getan. Aber Florian, das war ich doch gar nicht. Das hat der Staatsanwalt doch von sich aus gemacht. Und irgendwie hat er ja auch damit recht. Diesmal bist du zu weit gegangen mit den Schlaftabletten. Ständig diese Anfeindungen und irgendwelche Scherze. Mittlerweile muss ich Angst um mein Leben haben. Jetzt übertreiben Sie aber nicht. Der Florian, der ist außerdem inzwischen zu Hause ausgezogen. Sie werden überhaupt gar nicht mehr mit ihm konfrontiert. Ja, das ist ja auch gut so. Ja, darauf hast du auch lange genug hingearbeitet. Also jetzt kommen wir mal zu diesem Tattag. Das war das 7. Juli. Das war der Tag, an dem Sie ja an sich den Vater des Angeklagten ehelichen wollten, richtig? Ja, richtig. Und ich habe mich so sehr darauf gefreut. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Und als ich so kurz vor 9 aufgestanden bin und in die Küche gegangen bin, stand Florian schon da und hatte einen frisch gepressten Orangensaft in der Hand. Er meinte, er hätte ihn nur für mich gemacht, weil ich ihn ja so sehr gerne mag. Ich habe mich total gewundert, dass er so nett zu mir war. Das heißt, das hat er sonst nie gemacht und er war sonst nicht so nett, oder wie? Nein, noch nie. Wo denken Sie hin? Und ich, blöde Kuh, habe mich auch noch davon blenden lassen. Und ich war auch total baff, weil der mein Brautstrauß schon auf dem Frühstückstisch stand. Ich habe das wirklich nur nett gemeint, ehrlich. Ach,
von wegen nett. Das war reines Ablenkungsmanöver, damit du mir die Schlaftabletten unterjubeln kannst, damit ich meinen Vater nicht heiraten kann. Haben Sie gesehen, wie Florian die Schlaftabletten in den Saft gemischt hat? Nein, das habe ich zwar nicht gesehen, aber ich habe gesehen, wie er den Saft mit dem Löffel umgerührt hat. Meine Güte, ich habe nur das Fruchtfleisch umgerührt. Ja, von wegen Fruchtfleisch. Das müssen die Schlaftabletten gewesen sein. Ich habe ja schließlich nichts zu mir genommen, außer den Saft. Wann haben Sie dann diesen Orangensaft denn getrunken? Ja, kurz nachdem Emil ihn dahingestellt hat, so gegen 9. Haben Sie das Glas dann ausgespült? Nein, ich habe ihn einfach, das Glas habe ich abgestellt. Schließlich ist ja Jenny, unsere Haushälterin, dafür zuständig. Ja. Als Sie dann aus der Küche wieder rausgegangen sind, war da der Florian noch in der Küche? Ja, er war noch da. Und wann haben Sie dann die Wirkung des Schlafmittels gespürt? Kurz danach, als ich duschen war im Bad. Ich musste mich ja schließlich fertig machen, weil um 11 Uhr eigentlich die standesamtliche Trauung stattfinden sollte. Ja, Sie sagen, im Bad haben Sie die Wirkung gespürt. Was ist da genau gewesen im Bad? Ja, also als ich unter der Dusche stand, wurde es mir plötzlich total schwindelig. Es hat sich alles gedreht und ich wurde immer schlapper und schlapper, sodass mir sogar die Seife aus der Hand gerutscht ist. Und als ich sie aufheben wollte, habe ich plötzlich doppelt gesehen und bin kopfüber gegen die gemauerte Duschwand gefallen. Und dann rückwärts gegen die Duschtür, die ist dann sogar aufgesprungen und ich bin auf dem harten Fliesenboden gelandet. Ja, und beim Sturz wollte ich mich noch mit dem rechten Arm festhalten und dabei habe ich mir mein Handgelenk gebrochen. Nach dem ärztlichen Gutachten handelt es sich dabei um einen Kahnbeinbruch an der rechten Hand. Ich habe auch hier Verletzungsfoto. Also da waren die Knochenfragmente wohl verschoben und deshalb musste das Ganze letzten Endes operativ versorgt werden. Und neben dem Bruch wurden, so steht es im Gutachten, zudem zahlreiche Böllungen, unter anderem des Steißbeins und des rechten Gesäßknochens, festgestellt. Auch davon gibt es ein Ja, ich lag eine halbe Ewigkeit auf dem kalten Fliesenboden. Ich konnte mir das überhaupt nicht erklären. Ich fühlte mich einfach nur schwach, mir tat alles weh, ich konnte nicht aufstehen. Ich rief ständig nach meinem Verlobten. Irgendwann hat er mich auch gehört und dann sofort den Notarzt alarmiert. Also, dass Sie so müde geworden sind, das lag wohl an dem Wirkstoff in den Schlaftabletten. Ich habe hier nämlich ein Laborgutachten, in dem steht, dass in Ihrem Blut der Wirkstoff Lorazepam nachgewiesen wurde. Ja, das Zeug nimmst du doch selber auch. Ja klar, und das ist mir aus meinem Zimmer gestohlen. Diese Schlaftabletten, das sind die, die Sie da wohl genommen haben, die sind sehr stark. Die enthalten pro Tablette 2,5 Milligramm des Wirkstoffs Lorazepam. Und die wirken deshalb in relativ kürzer, also in kürzester Zeit. Und nach dem Laborgutachten müssen Sie mindestens 2 der Tabletten an dem Tag zu sich genommen haben. Also mindestens 5 Milligramm Wirkstoff. Ja, und genau diese 2 Tabletten haben auch in meiner Packung gefehlt. Was macht Sie da so sicher? Weil ich 2 Tage vorher noch eine Tablette zu mir genommen habe. Und komischerweise nach dem Sturz fehlten 3 Tabletten. Es muss also Florian gewesen sein. Er hat es mir aus meinem Zimmer gestohlen. Ach Quatsch, du willst doch nur wieder mit dieser Aktion mich von meinem Vater schlecht hinstellen. Genauso wie Anne und Leon. Aber nein, um Gottes Willen, das will ich nicht. Klar willst du das. Weil du Angst hast, dass wir dahinter kommen, was du zu verheimlichen hast. Treffen Sie sich vielleicht heimlich mit anderen Männern, Frau Sekula? Wie bitte? Hat es etwa Florian erzählt? Natürlich nicht, das sind nur Fantasiegeschichten. Und zum Glück glaubt euch euer Vater diese Fantasiegeschichten gar nicht. Weil er viel zu gutmütig ist. Den hast du gar nicht verdient. Und wenn einer verdient hat, dann ist es Jenny. Die ist viel netter als du. Ja, Jenny, natürlich, die. Die ist ja auch nur so nett zu euch, weil sie hinter eurem Vater her ist. Tja, aber leider steht ihr nicht auf langweilige Mauerblümchen. Das war aber nicht immer so. Ach, du weißt gar nicht, dass die beiden mal ein Paar waren. Ich denke, jetzt sollten wir wieder mal zum Thema zurückkommen. Das tut hier ja nichts zur Sache. Wo bewahren Sie denn Ihre Schlaftabletten normalerweise auf? Ja, in meinem Zimmer, in meiner Nachttischschublade. Und Florian hat schon 1000 Mal in meinem Zimmer rumgeschnüffelt. Dabei muss er sie entdeckt haben. Ich habe früher mein Zimmer nie abgeschlossen. Erst seitdem fühle ich mich gezwungen, es abzuschließen. Sie sprechen jetzt die ganze Zeit von Ihrem Zimmer, von Ihrem Nachttisch. Heißt das, Sie haben getrennte Schlafzimmer? Ja. Weil mein Verlobter, der schnarcht so viel und dann ziehe ich mich nachts meistens in mein Zimmer zurück. Quatsch, du wolltest unbedingt ein eigenes Zimmer haben, das du absperren kannst und deine Sachen drin verstecken kannst, die keiner sehen darf, nicht mal Papa. Nein, das stimmt nicht. Ich liebe deinen Vater so sehr und ich wünsche mir wirklich nichts sehnlicher als ein bisschen. Ja, bla, bla, und seine Kohle wirst du auch haben. Das ist das Einzige, was du haben willst. Lassen Sie doch bitte mal die Frau Sekula aussprechen. Ach, lassen Sie nur. Ich bin's ja nicht anders gewöhnt. Und Florian, es wäre so schön, wenn du und deine Geschwister endlich aufhören würdet, mir irgendwelche Sachen zu unterstellen. Ich weiß, der Tod eurer Mutter muss tragisch gewesen sein. Und ich werde sie auch niemals ersetzen können. Aber gib mir wenigstens eine Chance. Ich habe euch doch alle ins Herz geschlossen, trotz allem. Komm, bitte. Echt, tut mir leid, aber bei dem ganzen Gesülze wird mir schlecht. Als ob du uns mögen würdest. Frau Sekula, ich möchte noch mal zur Tat zurückkommen.
Sie nehmen doch täglich 2 Vitamintabletten, ist das richtig? Ja, ist richtig. Und wo bewahren Sie die eigentlich auf? Die bewahre ich auch in meiner Nachttischschublade auf. Und haben Sie diese Vitamine auch am Morgen des 7. Juli genommen? Nein, an diesem Morgen nicht, weil ich habe ja noch nichts zu mir genommen. Und ich vertrage die Tabletten nicht auf leeren Magen. Ich habe ja nur den Orangensaft getrunken. Ach, das sind doch alles Ausreden. Natürlich wollten Sie die Vitamintabletten wie immer nehmen. Und nein. Dabei haben Sie sie dann mit den Schlafmitteln verwechselt. Nein, habe ich überhaupt nicht. Das wäre Ihnen doch beinahe schon einmal passiert, wenn nicht Anne, die Tochter Ihres Verlobten, Sie da im letzten Moment darauf aufmerksam gemacht hätte. Was? Hat es etwa Anne erzählt? Sie erzählt doch nur Lügengeschichten, weil sie ihren Bruder schützen will. Ich bin überzeugt davon, dass das Mädchen die Wahrheit sagt. Aber sagen Sie mal, normalerweise tragen Sie doch Kontaktlinsen, oder? Ja, normalerweise schon. Aber heute sind meine Augen etwas überanstrengend. Da habe ich ausnahmsweise meine Brille auf. Ja, sie steht mir ja nicht sonderlich. Mhm. Und sind Sie kurzsichtig oder weitsichtig? Weitsichtig, aber... Das heißt, Sie sehen das, was in der Ferne liegt, klar. Und das, was direkt nah um Sie herum ist, das nehmen Sie nur schemenhaft wahr, richtig? Ja, aber ich verstehe nicht, was das alles damit zu tun. Nehmen Sie die Kontaktlinsen eigentlich vor dem Schlafengehen raus? Ja, immer. Mhm. Sie haben also die Linsen an dem Morgen nicht drin gehabt, oder? Frau Sikula, ich habe eine Bitte an Sie. Würden Sie mal... Bitte Ihre Brille abnehmen. Ich würde nämlich gerne testen, ob Sie ohne Brille die Packung mit den Schlaftabletten von der Packung mit den Vitaminpillen unterscheiden können. Wieso das denn? Ich habe keine Lust auf solche Spielchen. Tut mir leid. Frau Sekula, bitte tun Sie dem Verteidiger doch den Gefallen. Nehmen Sie heute gerade mal die Brille ab und machen Sie, worum der Herr Verteidiger Sie bittet. Herr Vorsitzender, dürfte ich mir zu dem Zweck mal ganz kurz die Packung mit den Schlaftabletten ausleihen? Ja, selbstverständlich. Das ist ja nett. So, Frau Sekula, schauen Sie mal. Können Sie mir jetzt sagen, welche von den beiden Packungen die Packung mit den Vitaminpillen ist? Mm, klar. Mhm. Die. Die da hier. Na, da haben Sie jetzt leider falsch getippt. Das ist die Packung mit den Schlaftabletten. Ja? Schauen Sie mal, Sie können das gar nicht sehen, weil diese Packungen sich verdammt ähnlich sehen. Und wenn ich jetzt hier mal die Tabletten einzeln herausnehme, die sind sich von der Form... Und von der Größe so ähnlich, Frau Sikula, da möchte ich jetzt mal ganz gerne von Ihnen wissen, welche von den Tabletten nun die Vitamintipppille ist. Hm? Können Sie mir das sagen? Moment mal, ich habe an dem Morgen doch meine Kontaktlinsen drin gehabt. Tja, dann ist wohl Ihr komischer Test wohl damit hinfällig. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt können Sie sich plötzlich daran erinnern, dass Sie die Linsen doch drin hatten. Vorm Schlafen und vorm Duschen, schon klar. Ja, ich war vorhin so aufgeregt und außerdem haben Sie mich total überfahren damit. Ich bin mir ganz sicher, dass es so war. Vielen Dank. Dann haben wir das ja auch geklärt, Herr Vorländer. Gut, gibt es denn noch weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Die Zeugin Jennifer Gundermann, bitte schön, Sie dürfen hinten Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Mhm. Frau Gundermann, guten Tag. Kommen Sie mal bitte nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Zuallererst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Jennifer Gundermann, Sie sind 32 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind ledig, Sie sind Haushälterin bei den Meyers. Zugleich sind Sie das Kindermädchen von Leon. Und mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Sie wissen, Frau Gundermann, worum es heute geht. Dem Florian wird zur Last gelegt. Er soll am 7. Juli, das ist der Tag, an dem sein Vater eigentlich heiraten wollte, der Frau Sekula 2 Schlaftabletten in den frisch gepressten Orangensaft gemischt haben, worauf ihr dann schwindelig wurde und worauf sie dann in der Dusche gestürzt ist. Und dabei hat sie sich auch ganz massiv verletzt. Sie waren ja an diesem Morgen des 7. Juli auch im Haus der Meyers, ja, oder? Ich bin kurz am Waren Sie denn schon da, als die Frau Sekula diesen Orangensaft getrunken hat? Nein, als ich gekommen bin, waren alle oben und dann bin ich direkt in die Küche. Ist Ihnen da in der Küche ein Glas aufgefallen? Es stand zwar ein Glas auf der Spüle und man konnte auch sehen, dass es benutzt worden war, aber... Da war nichts Besonderes dran zu sehen. Also ich denke, es ist einmal umgespült worden. Aber ich habe auch nicht so richtig Zeit gehabt, da hinzugucken, weil an dem Tag war sehr viel Hektik, wegen der Hochzeit eben. Florian, haben Sie das Glas ausgewaschen, um die Medikamentenreste zu beseitigen? Keine Ahnung, es kann schon sein, aber selbst wenn, da waren keine Tabletten drin. Also ist auch völlig egal. Ich glaube nicht, dass Florian das gemacht hat, Schlaftabletten in Saft gemischt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Naja, es ist ja, zum Glück ist es ja Ihre Hand, ne? Der Florian wollte doch unbedingt die Hochzeit verhindern. Er war doch absolut gegen die Hochzeit und hätte deswegen nichts unversucht gelassen. So ganz stimmt das aber nicht. Ganz stimmt das nicht. Am Abend vorher gab es einen Streit, das stimmt aber doch, oder? Das weiß ich ja. Er ist mir danach Florian seinem Vater. Danach ist mir direkt in die Arme gelaufen. Und wie war der Florian? Wütend. Sogar sehr aggressiv. Aber ich habe ein sehr langes, ausführliches Gespräch mit ihm geführt und habe ihm klargemacht, dass er akzeptieren muss, wenn sein Vater eine andere Frau liebt.
Und dass er doch auch nur will, dass er seinen Vater glücklich wird. Und dass es überhaupt keinen Sinn macht, sich so aufzuführen. Ja, und das hat er dann auch eingesehen. Hat er eingesehen, ja? Woran machen Sie das fest? Was hat er gesagt? Er wurde ganz ruhig und meinte, dass er dem Glück seines Vaters nicht weiter im Wege stehen will. Und dass er erstmal zu einem Kumpel ziehen würde, bis sich alles beruhigt hat. Naja, also Gundermann, entweder übertreiben Sie ja maßlos oder Florian hat über Nacht sich dann doch eines anderen besonnen und war dann gar nicht mehr einsichtig. Nee, das glaube ich nicht. Er war am nächsten Tag so freundlich zu Frau Sekula. Wirklich richtig freundlich. Nicht nur, dass er ihr den Orangensaft gepresst hat, er ist auch früh morgens zum Floristen gefahren, hat den Brautstrauß abgeholt. Dafür musste er schon um 8 Uhr aufstehen, während Frau Sekula noch mit der Schlafmaske im Bett lag. Ach, das hat er doch nur getan, um mich zu täuschen. Das ist ein ganz abgebrühtes Bürschchen. Er wollte mir das Schlafbetten einfach unterjubeln. Nein, da kennen Sie ihn aber schlecht. Er wollte nur nett sein. Nett? Er und nett? Er und seine Geschwister konnten mich doch von Anfang an nicht leiden. Sie wissen doch ganz genau, wie sie mich immer schikanieren. Und das, obwohl ich immer nett zu ihnen bin. Ach, das sind doch alles harmlose Streiche. Na gut, wenn Sie Streiche nennen, was waren das für Streiche? Ja, die Kinder haben einmal die Ärmel des Blazers der Frau Sekula zugenäht. Ja, und da bin ich eine Stunde zu spät zur Arbeit gekommen. Ja, mein Gott, und dann haben sie einmal in das kleine Gästeklo gesperrt. Ja, weil sie genau wussten, dass ich Platzangst habe. Ach, das wussten die Kinder doch nicht. Natürlich. Nein. Und den Hund hetzten sie auch schon ständig gegen mich auf. Einmal hat er mich sogar in meinen Knöchel gebissen, bis ich rausgefunden habe, dass die Kinder meine Schuhe mit Speckspatte eingerieben haben. Aber Bruno ist doch vollkommen harmlos. Das ist ein ganz kleiner Bestie. Ja, ich habe aber Angst vor Hunden. Ganz kleine, was? Ein Bestie. Wundermann. Also. Hand aufs Herz, haben Sie mitbekommen, wer von den Kindern das war? Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Aber das bekommt man auch nicht mit. Das machen die ganz geschickt. Ja, die Streiche waren alle super lustig. Ehrlich. Das sieht jetzt doch alles schlimmer aus, als es war. Lustig? Frau Sekula übertreibt da ein bisschen. Und was war, als ihr meine Kontaktlinsenflüssigkeit gegen die Seifenlauge ausgetauscht habt und ich sogar eine Augenentzündung davon getragen habe? Ist das etwa lustig? Das warst du doch selber. Du verwechselst auch ständig irgendwas. Das weißt du doch selbst. Ach ja? Und was ist mit den Wasserbomben? Habe ich etwa auch auf mich selbst vom Balkon geschmissen? Die sind haarscharf an mir vorbei. Das war Leon. Er hat auf dem Balkon mit den Wasserbomben gespielt und er hat sie nicht mit Absicht auf dich geworfen. Also ehrlich, ich meine, wenn du keinen Spaß verstehst, dann tut's mir auch leid. Außerdem, Jenny war auch mit dabei, ja, und sie kann bezeugen, dass es keine Absicht war. Stimmt das? Waren Sie da dabei? Bei den Wasserbomben? Stimmt, aber das wollte Leon nicht. Wissen Sie was? Langsam glaube ich, Sie stecken mit Florian unter einer Decke. Wie bitte? Ja klar, Sie wollen mich doch auch loswerden, weil Sie hinter meinem Verlobten her sind. Und die Kinder, die haben Sie auch schon auf Ihre Seite gezogen. Sie vergöttern sie doch nur, weil sie alles mit ihnen durchgehen lassen. Das ist doch nicht ihr Ernst. Ich mag die Kinder, ja, sicher. Aber ihre Verkupplungsversuche sind mir eher peinlich. Und ich habe ihnen das auch oft gesagt. Aber sie haben sich das in den Kopf gesetzt und so sind Kinder nun mal. Hat noch jemand Fragen an die Zeugen? Keine Frage. Dann herzlichen Dank, Frau Gundermann. Der Zeuge Michael Mayer, bitte schön, Sie bleiben unvereidigt und Sie dürfen bitte da hinten Platz nehmen.